Hey und willkommen zu einem neuen Video von mir. Irgendwie sehe ich ziemlich wirr aus dafür, dass ich mich gerade fertig gemacht habe. Wir haben Montag 8:55 Uhr, sieht man jetzt nicht, egal. Und ich will jetzt um 9 Uhr in die Schule fahren. Ich dachte, ich starte meinen Weekly Vlog. Ich erzähle euch nachher, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Entspannter ein bisschen, was die Woche so läuft. Zeige euch nochmal kurz mein Outfit. Ich habe diesen Pullunder an, den habe ich am Wochenende gekauft, als ich mit meiner Mama unterwegs war. So eine Wide Leg Jeans und halt eine Bluse darunter. Und ja, ich fahre jetzt erstmal in die Schule für 2 Stunden Physik und dann muss ich nämlich noch zum Arzt. Und danach habe ich dann einen Moment Zeit, bis ich wieder zur Arbeit muss und dann erzähle ich euch einfach ein bisschen mehr. Für mich gibt es jetzt hier noch so einen tollen Saft. Ich weiß nicht, also ich lebe ja seit 2,5 Jahren, glaube ich, vegetarisch und ich hatte vor so ein paar Monaten das Gefühl, dass ich einen Eisenmangel habe. Also das ist absolut auf Selbstdiagnosebasis und Selbstheilungsbasis gedünst. War nie abgecheckt, vielleicht war es auch irgendwas anderes. Auf jeden Fall habe ich mir dann diesen komischen Saft hier geholt bei DM für Eisenzeug halt und seitdem trinke ich den fast jeden Tag. Na, egal. Wir haben jetzt 12:20 Uhr, also fast 12:30 Uhr und mein Bruder kommt um 1 nach Hause und damit ich nicht zusammen mit dem joggen muss, dachte ich, esse ich jetzt erstmal. Ich mache mir die Reste von vorgestern Abend warm, da hatten wir nämlich Burger und haben. Da war kurz die Speicherkarte voll. Auf jeden Fall mache ich mir die Reste warm, dann esse ich und da zeige ich euch einfach nochmal so ein paar meine liebsten Tipps, wie ich in letzter Zeit ganz gern lerne. Vielleicht mache ich da auch irgendwann nochmal ein komplett extra Video drüber. Aber ich zeige euch gleich auf jeden Fall mal so ein paar Sachen, die ich mir für dieses Schuljahr bestellt habe und womit ich so arbeite. Also, ich habe mich jetzt an meinen Schreibtisch gesetzt, um für Englisch zu lernen, weil ich morgen eine Englischklausur schreibe. Und also erstmal ganz kurz, meinen Haaren irgendwie finde ich, bin ich in der letzten Zeit so ein bisschen unzufrieden. Ich habe schon überlegt, ich glaube, ich weiß halt nicht, ob mir das steht, wenn ich mir noch mehr so Stufen schneiden lasse und die immer so föhne. Weil ich finde, ich habe immer so ein bisschen so den Mutti-Look und irgendwie ist das so gerade so ein bisschen langweilig. Aber eigentlich will ich auch keine Stufen, weil ich trage meine Haare auch gern zurück. So, also entweder in einem strengen Zopf oder mit der Haarspange oder so. Aber mal gucken, zu was meine Entscheidung noch tendiert. Ich denke, ihr werdet es mitbekommen. Auch wenn ich in letzter Zeit hier nicht so aktiv war. Ich muss einfach erstmal wieder einen Rhythmus finden. Jetzt habe ich hier eine Fliege im Zimmer. Aber ich muss auf jeden Fall erstmal wieder jetzt einen Rhythmus finden mit Schule und so und arbeiten, dass ich regelmäßig hier posten kann. Hat mir einfach in letzter Zeit ein bisschen die Zeit dazu gefehlt und auch ein bisschen, um ehrlich zu sein, die Motivation, mir die Zeit zu nehmen. Aber jetzt ist sie wieder da. Deswegen sitze ich hier. Und was ich euch gerade mal zeigen wollte, ist die App Flora. Ist jetzt noch sponsored oder sowas, aber ich habe in letzter Zeit immer das Problem, mich zum Lernen zu motivieren, also wirklich dann anzufangen. Und dann mache ich einfach diese App. Das ist so eine Timer-App für die Pomodoro-Technik. Das bedeutet eben 25 Minuten lernen, 5 Minuten Pause, 25 Minuten lernen. Hilft mir persönlich verdammt gut, mich zu konzentrieren, weil diese 25 Minuten sind halt nicht viel. Und hat man 5 Minuten Pause und dann lernt man wieder 25 Minuten, dann hat man 5 Minuten Pause. Also das ist ganz gut. Und dann fällt einem erstmal auf, wie viel man doch in so kurzer Zeit schafft und dass es doch gar nicht so schlimm ist. Und das hat auf jeden Fall noch das spielerische Prinzip, dass man sich eben einen Timer einstellt, also 25 Minuten und einen Pausentimer und dann startet man das und dann wächst da so ein Baum. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, was ich in der letzten Woche alles gepflanzt habe. Also da wächst dann irgendwann immer so eine Blume, ein Baum und alles Mögliche. Man könnte auch To-Dos einfügen, aber ganz ehrlich, mache ich nicht. Für meine To-Dos kann ich euch gerade auch mal zeigen. Viele von euch kennen die Marke bestimmt, persönlicher Kalender, weil unfassbar viele Influencer mit denen zusammenarbeiten. Und schon die 12-jährige Sarah hat das immer gesehen, weil man so, ah, ich will das kaufen, aber es kostet halt 25 Euro. Das war der 12-jährigen Sarah viel zu viel. Ich arbeite ja eigentlich mit dem iPad, aber ich bin ehrlich, jetzt dieses Geplante wollte ich gerne in Papierform haben. Und deswegen habe ich mir diesen Kalender hier erstellt, auch not sponsored leider. Wenn ihr googelt, findet ihr vielleicht einen Rabattcode. Habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe einfach gegoogelt und habe so einen 10% Rabattcode gefunden. Da könnt ihr nämlich hier vorne einfach ein Foto draufdrucken lassen, wie ihr es haben wollt. Ich habe da diese Smileys einfach gemalt mit Procreate. Und dann könnt ihr den auch innen gestalten, wie ihr wollt. Jetzt gucke ich gerade mal nach einer Woche, wo noch nicht so viel drinsteht. Hier zum Beispiel. Also ich habe mich für diese Auswahl entschieden, dass ich eben diese Linien habe und immer 3 Tage auf einer Seite. Da könnte man auch hier unten noch voll viel reinmachen, so Mood-Tracker oder sowas. Aber ganz ehrlich, sowas benutze ich eh nicht. Vielleicht in der ersten Woche, aber ansonsten nicht. Deswegen habe ich da einfach nur so eine Monatskalenderübersicht unten reingemacht. Und was mir wichtig war, ich habe am Anfang von jedem Monat so eine Monatsübersicht.
Das ist nämlich das, was mich dazu motiviert hat, diesen persönlichen Kalender zu kaufen, weil in diesen ganzen Schülerkalendern, die es bei uns jetzt im Schreibwarenhandel gab, war das immer nicht drin und ich finde es immer sau praktisch, weil dann sieht man immer so im Überblick die Klausuren und so. Also wisst ihr, was ich meine? Und dann kann man auch noch so die letzten 48 Seiten selber gestalten. Da habe ich dann einmal für 21 und 22 so eine Jahresübersicht gemacht. Und dann hätte man hier hinten auch noch Mandala und Notenliste und keine Ahnung was machen können. Ich habe einfach kariert genommen. So. Und hinten ist dann auch noch so eine Folie und da wurden ganz viele Sticker und so mitgeliefert. Also ich bin bisher sehr zufrieden. Und da schreibe ich mir eben auch, was die ganze Woche getan werden muss, also so generelle To-Dos und halt all meine Termine, weil wie gesagt zum Beispiel heute hatte ich einen Arzttermin und am Donnerstag diesen Bewerbungseinstellungstest da bei einer großen Firma bei uns hier in der Nähe. Und deswegen, ich weiß nicht, es gibt mir einfach das Gefühl, das Ganze so ein bisschen mehr unter Kontrolle zu haben. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal meinen Timer stellen und dann hier ein bisschen Englisch lernen, damit ich da morgen mit einem guten Gefühl dran gehen kann. Ja. Ich schlage gerade vor. Können Sie den Donnerstag, den 20.01. um 11.15 Uhr? Ja. Wow. Januar. Es ist jetzt September. Ich dachte jetzt so, es muss nicht in den nächsten Wochen sein, aber hey. Am 20. Januar. Naja. Ja, ich habe mir gerade einen Termin gemacht, weil ich weiß nicht, ob alle von euch das mitbekommen haben oder einige. Ich hatte ja auf jeden Fall mal die Kupferspirale. Das Video verlinke ich euch auch gerne mal hier oben. Das hat anfangs gut für mich funktioniert, aber nach einem halben Jahr hat mein Körper das Teil leider abgestoßen. Jetzt nehme ich die Pille, aber ganz ehrlich, das ist für mich keine Dauerlösung. Das ist nichts, was ich meinem Körper dauerhaft antun möchte. Und ich habe auch so ein paar Nebenwirkungen. Und deswegen bin ich damit nicht so ganz zufrieden und wollte mir jetzt einfach nochmal ein bisschen was anhören. Vielleicht schauen, ob es doch eine Möglichkeit gibt, dass ich mir die Kupferkette einsetzen lasse oder keine Ahnung was. Aber da kommt dann auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video drüber. Das wird noch ein bisschen dauern, wenn mein Beratungstermin am 20. Januar ist. Aber ja, trage ich ein und dann schaue ich mich jetzt gleich mal um. Ich bin übrigens fertig mit Lernen, habe währenddessen meinen Polunder ausgezogen. Schaue ich jetzt gleich mal, was ich zu essen finde, um es mit an die Arbeit zu nehmen, weil ich muss um 15.30 Uhr bis 21 Uhr heute arbeiten. So sieht es jetzt aus, was ich fabriziert habe, die Falafel. Einfach, das hatte meine Mama Freitagabend, glaube ich, zum Abendessen, keine Ahnung. Einfach Gemüse aus der Pfanne und noch Nudelauflauf von gestern. Irgendwie sind bei uns in der letzten Zeit beim Abendessen immer viele Reste übergeblieben, weil mein Papa jetzt manchmal abends zum Abendessen halt noch nicht da ist, weil er noch arbeiten muss. Und deswegen ist es immer so ein bisschen doof. Ich bin jetzt zweimal die Woche zum Abendessen nicht mehr zu Hause, aber ist ganz praktisch. So hat man nämlich immer was, was man mitnehmen kann. Muss ich mir nur noch überlegen, was ich morgen mit in die Schule nehme. Weil Dienstag ist immer mein langer Tag. Also ich habe eigentlich richtig Glück mit meinem Stundenplan. Ich habe immer zu dritten oder zu zweiten und dann nur so 6 oder 7 Stunden. Aber dienstags ist immer noch scheiße, weil Dienstag habe ich 10 Stunden durchgängig. Also von der 1. bis zur 10. Stunde. Aber zum Glück so entspannte Fächer. Ich habe Rallye und DS. Aber naja. Jetzt 15.10 Uhr. Meine Haare zusammen gemacht und für mich geht es jetzt ab an die Arbeit. Deswegen sehen wir uns morgen wieder, weil ich komme heute erst um 9:30 Uhr nach Hause und dann passiert nichts mehr. Guten Morgen. Boah, sehe ich fertig aus. Es ist 6.10 Uhr oder so und ich mache jetzt erstmal mein Frühstück für den ganzen Schultag. Ich habe jetzt hier so kleine Lebkuchen eingepackt für nach der Englischklausur. Jede Menge Birne und einfach so ein Skyr mit Tiefkühlhimbeeren und Himbeermüsli. Und das ist dann für 10 Stunden, denke ich, ganz okay. Das ist, was mich unfassbar stört. Oh Gott. Na, egal. Das, was mich jetzt unfassbar stört momentan, ist, dass es morgens einfach dunkel ist, wenn ich aufstehe zur ersten Stunde. Warum? Ich weiß übrigens nicht, in letzter Zeit bin ich morgens immer total geschwollen im Gesicht. Ich bin unfassbar geschwollen, deswegen benutze ich morgens jetzt auch immer dieses Teil hier. Habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von ein paar Freundinnen.
Das ist ganz cool, weil es hat noch so ein kleines süßes für die Augen hier. Finde ich toll. Bin ich begeistert von. In echt sieht es aus, als würde es ein bisschen mehr bringen als in der Kamera. Ah, naja. Und dann benutze ich in letzter Zeit ganz gerne. Ach, vielleicht mache ich mal. Das Licht an. Dieses Zeug hier. Toller Hintergrund. Weil das ist so weiß. Also ich bin jetzt zu Hause, kurze Handysequenz, weil ich zu faul bin, meine Kamera hochzuholen, weil ich so Hunger habe, weil, Spoiler, das war viel zu wenig, was ich eingepackt habe. Ich frage mich, was da heute Morgen durch meinen Kopf ging, weil ich habe ja auch zu Hause nichts gefrühstückt, nur Joghurt und Birne einzupacken. Aber naja, Englischklausur war nicht gut. War nicht so. Aber das ist auf jeden Fall mein Outfit. Man sieht es gar nicht so gut. So vielleicht eher. Nein, auch nicht, oder? Ihr seht mehr an, aber ich habe wieder die White Leg Jeans von gestern an, den blauen Pulli, ja, ein T-Shirt drunter, da ist jetzt die Ente drauf, und dann habe ich diese Nike-Jacke darüber, die habe ich aus dem Vintage-Store gekauft, der ist bei uns jetzt in der Nähe ganz neu, und da war ich mit Paul, und hier haben wir uns die zusammen gekauft und wechseln uns jetzt immer ab, dass einer die anzieht, und jetzt werde ich erstmal was zu essen suchen, weil ich habe jetzt echt Hunger, das merkt man auch, weil ich sehr schnell rede. Freunde, jetzt gibt es noch Unboxing mit Sarah. Ich habe mir nämlich ein Kleid bestellt, weil bei uns ist in 5 Wochen so ein Oberstufenball, also den organisiert meine Jahrgangsstufe, damit wir halt einfach Geld für den Abiball einnehmen können, organisieren wir halt einen Ball, zu dem die anderen Jahrgangsstufen hinkommen können. Und vielleicht heiratet meine Tante, steht noch nicht ganz fest mit Location und so. Deswegen habe ich mir so ein Kleid bei Vinted bestellt und jetzt bin ich mal gespannt, ob es mir gefällt und vor allem, ob es mir passt. Das soll übrigens eigentlich von Zara sein, das habe ich unschön eingepackt. Aber hier ist das Zara-Etikett dran. Es schwirrt nach einem guten Fake. Ich dachte, um ehrlich zu sein, es wäre türkisstichiger. Es ist sehr, sehr waldgrün. Aber ich ziehe das gute Stück mal an. Boom. Ich finde, ich sehe absolut aus wie die Froschkönig-Prinzessin. Weil das so ein komisches Dunkel-Froschgrün hat. Aber an und für sich ist es eigentlich... Ich bin, um echt zu sein, nicht so zu 100% überzeugt. Hier oben fällt es so richtig komisch, weil es immer hier so rausfällt. So ist nicht so umgenäht. Und hier müsste ich, glaube ich, noch einen Knopf dran machen. Aber an und für sich ist es auf jeden Fall eine Option. Oh. Würde ich behaupten, jetzt habe ich keinen BH drunter. Ups. Mal gucken, was meine Mama dazu sagt. Na, grün. Irgendwie dachte ich, es wäre so ein bisschen türkiser, das Grün. Das ist schon sehr, ich habe gesagt, es erinnert mich ein bisschen an die Froschkönigin. So, aber so, also an und für sich, also nur hier oben musst du irgendwas machen, weil das ist hier nicht umgenäht, das klappt so komisch raus. Ja, man muss auch ein bisschen festmachen, weil ich glaube, wenn du größere Bewegungen machst, könnte es gefährlich werden. Gefällt es dir nicht? Also so jetzt nicht. Okay. Muss mir nachher nochmal zeigen. Okay. Also jetzt wieder auf dem Handy, weil irgendwie ist meine Speicherkarte voll. Das kann aber nicht sein, weil ich nur heute gefilmt habe. Den Rest habe ich schon runtergezogen. Muss ich mal gucken. Paul gefällt es jetzt noch nicht so. Ich muss mal gucken, ob ich die Träger noch einstellen kann. Ach nee, da ist ja das Schild noch dran. Ah. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal eine Runde joggen. Und dann kommt der Paul noch her und schaut sich das mal in echt an. Qualität ist absolut scheiße, weil ich mit meinem Handy filme. Weil... Ich weiß, was mit meiner Speicherkarte los ist. Ich habe die gerade leer gemacht, aber die zeigt mir an, ich habe keinen Speicherplatz. Verstehe ich nicht. Aber naja. Bei uns gibt es jetzt Milchreis zum Abendessen. Ja, ich habe übrigens fertig geduscht. Und der Paul ist jetzt da. Ach, jetzt seht ihr mich gar nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall Milchreis. Vorne, wo der Eiswürfel ist, war die. Es funktioniert! Oh, Freunde, es ist Donnerstagmorgen und das hier ist meine Kamera, aber die Speicherkarte von meiner Mama, weil irgendwie meine Speicherkarte kaputt gegangen ist. Ich glaube, ich habe auch schon vorhin erzählt, dass die voll war und dann habe ich die halt formatiert, also dann alle Daten darunter gelöscht so. Und jetzt sagt mir die Kamera, dass die Speicherkarte kaputt ist. Lieben wir, finden wir toll. Ich habe meiner Mama jetzt die Speicherkarte gemopst. Ich bin knapp dran, ich muss in 5 Minuten zu Hause losfahren. Kurzes Outfit of the Day.
Ich erzähle euch nachher auch nochmal mehr. Ich habe nachher nochmal einen Moment Ruhe. Ich habe wieder diesen Pullunder an und die Bluse und diese so eine schwarze Split-Hose und dazu einfach meine Air Force. Jetzt bingt hier mein Handy. Übrigens, ich habe mir auch einen neuen Schulranzen gekauft für dieses Schuljahr. More basic, bitch, geht nicht. Aber ich hatte ja die ganze Zeit so einen großen Herschel-Rucksack. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber bei uns in der Schule hat die gefühlt jeder Dritte in der Mittelstufe. Und das war auch schön. Das war praktisch, da konntest du alles reinklatschen. Aber ganz ehrlich, ich schleppe jetzt eh nur noch ein iPad und einen Kalender mit, weil keiner von unseren Lehrern halt eigentlich mehr Buch benutzt. Und dann sehe ich es nicht ein, so viel Zeug mitzuschleppen. Und deswegen habe ich mir das kleine Ding gekauft. War einfach ein Vintage-Schnäppchen, 60 Euro mit Versand, niegelnagelneu. Schilder waren noch alle dran. Läuft. Ich fahre jetzt in die Schule mit dem Auto von meiner Mama, weil die hat das Auto mitgenommen, was ich normalerweise habe. Deswegen muss ich jetzt mit Mamas Mini fahren und ich bin kein Fan von Mini-Fahren. Offiziell geoutet. Ich finde den Mini einfach sehr unpraktisch. Aber naja, anderes Thema. Ich fahre jetzt für 3 Stunden in die Schule. Dann fahre ich zu einem Corona-Test und dann fahre ich zu meinem Einstellungstest für ein duales Studium. Und dann bin ich um 16 Uhr fertig. Schule hätte ich viel früher aus, aber ich hoffe, das wird ein guter Tag. Zwischendrin bin ich, glaube ich, nochmal so eine halbe Stunde oder so zu Hause. Vielleicht erzähle ich euch dann nochmal was, weil ihr merkt, ist gerade ein bisschen stressig. Also Freunde, ich bin wieder zu Hause. Es ist 12:30. Ich war noch beim Corona-Test, wie gesagt. Ich muss um 12:45 los. Ich habe schon was gegessen. Ich habe gerade ein Müsli gegessen. Heute Morgen hatte ich Lust auf Käsebrot, deswegen gab es halt zum Frühstück Käsebrot und zum Mittagessen jetzt Müsli. Mit Schokohafermilch. Ich liebe Schokohafermilch. Beste Erfindung. Problem bei diesem Essen. Hab mich vollgekleckert. Ja. Ich hab mein Outfit vollgekleckert. Mein Outfit weiß ich gar nicht. Hatte ich heute Morgen, glaube ich, kurz gezeigt. Ach, hier liegt eine Maske auf dem Fußboden. Ich habe mein Zimmer gerade so ein bisschen aufgeräumt. Ich habe viel zu viele Kissen in meinem Bett. Ah, andere Sache. Outfit of the day war wieder der Pullunder, den habe ich übrigens bei New Yorker gekauft, weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Jetzt mit Schokohafermilchfleck, die weiße Bluse und diese Split Jeans. Nee, nicht Jeans, sondern einfach Leggings, ist das hier eher so Rip Leggings. So, und jetzt stellt sich mir die große Frage, was ziehe ich stattdessen an? Scheiße, ich muss mal das Stativ an euch ranschrauben. Heute Morgen war es so arschkalt und neblig. Elegant, wie ich das hier ranschraube. Und jetzt ist es arschkalt geworden. Deswegen werde ich jetzt einfach mal mein Outfit changen. Also eine Option wäre jetzt das, dass ich die Hose noch anlasse. Einfach dieses gestreifte Top und den Blazer. Also es ist halt theoretisch nur ein Einstellungstest. Ich glaube, es juckt diese Null, was ich anhabe. Aber hey, erster Eindruck zählt. Aber ich finde, bei der Hose ist immer so die Bauchsituation eine kritische. Deswegen weiß ich nicht. Aber es ist halt besser, also dann kann ich halt ausziehen, wenn es mir zu warm wird. Ah, ich glaube, die Kette passt nicht. Ich glaube, das ist ein ohne Kette-Outfit. Ich ziehe mal ganz kurz noch die Jeans an, weil es wäre ja noch eine andere Option, da liegt noch meine Jeans, die Jeans anzuziehen. Mag ich auch nicht, finde ich, ist too much mit den Streifen und dem Ding. Ich habe aber noch eine schwarze weite Stoffhose, ich ziehe die einfach an. Schwarze weite Stoffhose, glaube ich. Der Blazer sieht halt original aus, als wäre er zu groß, weil in dem Look das Oversize nicht so das Geile ist, ne? Aber ich denke, ich werde den eh die meiste Zeit nur in der Hand haben, weil es ist so warm. Aber ich glaube so, und dann ziehe ich dazu noch meine Chucks an. Passt. So sehe ich mich da. Das Licht hier ist voll schön. Ich glaube, ich drehe hier mal ein Outfit-TikTok oder so. Aber ich packe jetzt auf jeden Fall mein Zeug, weil ich muss Mäppchen und so mitnehmen. Und dann geht's los. Also ich nehme einfach meinen Schulranzen mit. Da ist auch ein College-Block drin. Ich habe jetzt überlegt, ich schnippel mir noch eine Kleinigkeit zu essen. Einfach eine Birne. Weil dieser Test geht 2,5 Stunden. Und ich glaube danach werde ich mich darüber freuen, wenn ich erstmal im Auto was snacken kann. Und meine Wasserflasche nehme ich so oder so mit. Ich gucke im Übrigen nebenbei die ganze Zeit irgendwelche Daniel Jung Videos. So nochmal über die Basics. So eigentlich weiß ich halt, wie man ableitet oder so. Aber wenn da plötzlich ein Logarithmus oder so steht, dann bin ich, glaube ich, ein bisschen aufgeschmissen. Weil einer aus unserem Jahrgang war schon vor 3 Wochen bei der Testrunde dabei. Und er meinte halt, dass er das Gefühl hat, als hätte er ein Abi geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie unterschiedlich da sind. Ich habe halt vielleicht den Vorteil, ich weiß nicht, was er für LKs hat, aber ich habe halt Mathe LK. Vielleicht habe ich dadurch einen Vorteil. Ist übrigens für den Studiengang Mittelstandsmanagement. Aber so langsam kommt die Aufregung. Ich gucke mir das Video noch an, schneide dabei meine Birne und dann geht's wirklich los. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Dach doch einfach aufzumachen.
dann habe ich nämlich nicht das Problem, dass ich schlecht einparken kann und ich muss. Ich spare mir die Klimaanlage, ne? Also doch ein Vorteil, heute Mamas Auto zu haben. So, jetzt brauche ich noch meine Sonnenbrille. Ist tendenziell eine super Sache. Auszusehen wie Apache. Sexy, oder? Und dann fahre ich jetzt los. Übrigens kriege ich bei Mini den Rückwärtsgang nicht mit einer Hand rein. Falls ihr so ein paar Fun Facts über mich wissen wollt. Weil den muss man so ziemlich stark zu einer Seite drücken. So, ich packe jetzt mal die Kamera lieber da unten weg. Also ich bin jetzt angekommen. Ich muss jetzt noch so 5 Minuten laufen. Hier ist einfach so ein Parkplatz, so ein random Parkplatz. Ich hoffe, der gehört jetzt nicht zu irgendwas und ich krieg jetzt hier massig Ärger oder komm wieder und das Auto ist abgeschleppt. Das wäre nämlich verdammt doof. Ja, ich habe jetzt so 20 Minuten, weil auf dem Weg war eine Baustelle, da stand ich einfach 5 Minuten an so einer Ampel, aber ich denke auch, ach du Scheiße, auch das sollte ich problemlos schaffen, da jetzt hinzulaufen, um dann gleich meinen Test zu schreiben. Wir sehen uns später wieder. Freunde der Sonne, ich bin fertig. Man sieht es mir auch ein bisschen an, tatsächlich. Also, das ging jetzt 2,5 Stunden. Wir waren zu 6. Und wir waren halt verteilt. Also es waren da welche da, die sich für eine Ausbildung beworben haben. Und ich glaube, ich war die Einzige, die da war für ein duales Studium, weil die anderen hatten, also es war nur einer, der so viel Zeit hatte wie ich. Und mit dem habe ich mich auf dem Rückweg gerade unterhalten. Und der macht eine Ausbildung, also hat den Test für eine Ausbildung gemacht. Also vielleicht stehen die Chancen ganz gut. Der Test an und für sich war ganz okay, würde ich behaupten. Also es war halt ein großer, so wirtschaftlicher Anteil drin, aber das war ja eigentlich zu erwarten. Da waren dann halt so, es ging viel um Textverständnis und sowas. Und einmal musste man so Fachbegriffe zuordnen. Da kannte ich halt 4 von den Fachbegriffen nicht. Habe ich halt geraten. Also da war mir dann auch, also da konnte ich nichts anderes machen. Und ansonsten war halt jetzt so am Ende der 2 Zeitstunden kam dann noch so eine Aufgabe, wo man, jetzt kommt dann ein LKW angefahren, wo man so Rechtschreibung, da standen so Sätze und die musste man korrigieren. Das war dann jetzt so nach 2 konzentrierten Stunden, musste ich da 2-mal drüber lesen, bin ich ehrlich. Rechtschreibung ist eh nicht so mein allerbestes Ding. Ich habe fast immer einen Rechtschreibabzug in den Klausuren. Ja, nervige Sache. Und dann war auch noch so ein Englischteil, aber das ging eigentlich auch voll gut. Also ich habe Hoffnung. Dass sie sich, also sie meinte dann, war so eine Dame, die hat das alles eingeleitet und saßen so 2 Auszubildende da und haben aufgepasst. Ich komme jetzt eh nicht raus, wenn der LKW da fährt, fällt mir gerade ein. Kann ich noch länger mit euch quatschen. Ja, die hat halt uns kurz erklärt, hat uns so eine Präsentation über den Betrieb gezeigt. Dann habe ich gleich gesehen, da ist einer aus meinem Dorf. Ich dachte mir, vielleicht schreibe ich den einfach mal an und frage ihn mal, wie er es so findet. Wäre eine coole Sache. Und jetzt werde ich erstmal was snacken, weil ich bin ein bisschen fertig. Ein bisschen stickig in dem Raum, aber ich habe ja jetzt meine tolle Birne. Ich muss ja eh warten, bis der LKW da fortgedüselt ist. Und dann fahre ich jetzt zu Paul und verbringe mit dem meinen Nachmittag. Der müsste nämlich gleich auch nach Hause kommen, weil der Gute hat ja jetzt auch eine Ausbildung angefangen, der hat ja Fachabi gemacht. Deswegen kommt er mir erst also hat er um 16 Uhr aus und dann fährt er mit einem zusammen. Muss den erst jetzt heute noch nach Hause bringen. Das heißt, ich denke, der kommt so gegen 16.30 Uhr. Wir haben jetzt 16 Uhr. Ich fahre so 5 Stunden, 20 Minuten bis zu dem. Ja. Dann mal gucken, was der Abend noch so bringt. Ich will die Speicherkarte aufladen. Ich habe die doch meiner Mama gemopst. Genau, kriegst doch mal gleich eine Speicherkarte. Hey, Freunde, es ist Donnerstag. Und wie ihr seht, bin ich zu Hause. Es ist kurz vor 12. Ich war heute für die ersten 2 Stunden Sport in der Schule. Ich hatte heute nämlich nur 2 Stunden Sport. Ja, danach habe ich halt gesehen, dass dann hätte ich 2 Freistunden gehabt und dann noch 2 Stunden Mathe. Die 2 Stunden Mathe fallen aus. Deswegen bin ich jetzt schon hier. Ich war zwischendrin noch beim Arzt, denn ich hatte heute meine letzte Hyposensibilisierung. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist so eine Allergietherapie. Da bekommt man einfach alle 4 Wochen eine Spritze. Ich glaube mit den Allergenen, damit der Körper eben weniger empfindlich auf diese Allergene reagiert. Das waren bei mir jetzt Pollen und Gräser. Und jetzt habe ich eben kurz was gegessen, nämlich einfach ein Brot mit Käse. Ganz spannende Sache. Und jetzt fahre ich wieder in die Schule,
denn ich habe jetzt noch Tanzen, weil wir haben, habe ich ja schon erzählt mit dem Kleid, bald so einen Ball in der Schule. Und da gibt es halt auch so ein Programm. Und eins davon ist zum Beispiel, dass unsere Jahrgangsstufengruppe, also unser Jahrgang, eine Mädchengruppe hat und wir tanzen halt da. Also das ist jetzt extra dafür so zusammengestellt. Und da haben wir heute das erste Treffen und da bin ich jetzt mal gespannt. Dafür fahre ich dann jetzt wieder in die Schule. Ich räume jetzt noch die Spülmaschine aus, damit meine Mama das nicht machen muss, wenn sie gleich nach Hause kommt. Und ja, dann geht's schon wieder los, war ich jetzt irgendwie so eine halbe Stunde oder so hier. Ja, eine Dreiviertelstunde, also es ist jetzt Freitagnachmittag. Ich glaube, ich hatte vorhin noch mal gefilmt, als ich aus der Schule kam. Habe ich das gemacht? Weiß ich nicht. Ich war auf jeden Fall noch bei meiner Oma und bei meinem Opa zu Besuch nach der Schule. Und dann habe ich mit meiner Mama zusammen noch ein bisschen da gesessen. Und jetzt habe ich mir eine riesige Tasse Kakao gemacht. Die habe ich ja zum Geburtstag bekommen. Und werde den jetzt trinken und dabei meine Perlenkette reparieren, weil da ist so der Verschluss kaputt gegangen. Und dann werde ich noch ein bisschen Mathe lernen, weil ich nächste Woche die Mathe-LK-Klausur schreibe. Und weil dann dieses Wochenende nichts Spannenderes mehr passiert, beende ich den Vlog auch an dieser Stelle. Es freut mich, wenn ihr bis hier an dieser Stelle zugeschaut habt. Und vielleicht schreibt ihr mir mal in die Kommentare, was ihr gerne so sehen wollt, ob euch so Vlogs gefallen oder ob ihr eher so diese Sit-Down-Videos mögt. Ich muss sagen, in letzter Zeit finde ich Vlogs irgendwie machen mir ein bisschen mehr Spaß und vor allem ist es auch so im Alltag einfach einfacher zu integrieren. Denn jetzt mit Schule und so muss ich einfach gucken, wo ich meine Zeit dafür finde. Da geht Schule und Arbeit halt einfach voran und ja, ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ich euch so ein kleines Update geben konnte, was bei mir so los ist. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!